Hallo, schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute geht es bei uns um die Arbeit und ums Geld verdienen. Wieso muss man eigentlich arbeiten? Na, also früher einmal, da haben die Menschen alles selbst gemacht, was sie gebraucht haben. Wenn du zum Beispiel Pfeil und Bogen gebraucht hast, hast du dir eben Pfeil und Bogen schnitzen müssen. Und wenn du eine neue Mütze gebraucht hast, dann hat man sich wohl selber eine Mütze genäht. Ja. Aber nicht jeder Mensch kann alles gleich gut. Da gibt es vielleicht eine super Bogenmacherin, aber Mützen nähen kann ein anderer doch besser. Der tut sich dafür mit dem Bogenbauen schwer. Dann hat wahrscheinlich er für sie eine Mütze hergestellt und bei ihr Pfeil und Bogen gekauft. Und umgekehrt. Und so funktioniert das auch, wenn jemand in ein Geschäft, ein Büro oder in eine Fabrik arbeiten geht. Das nennt man dann ein Unternehmen. In einem Unternehmen machen Menschen also etwas, das andere brauchen. Und dafür bekommen sie Geld, mit dem sie selber etwas kaufen können. Und Unternehmen machen alle möglichen Dinge. Zum Beispiel Schokolade oder Taucherbrillen oder Windkraftwerke. Manche reparieren Computer. Oder sie veranstalten Konzerte. Oder sie bauen vielleicht Aufräummaschinen, Aufräumomaten. Weißt du noch? Ja. Okay, also eine Aufräumomatenerzeugung. Mal sehen, was dem Sparefroh dazu einfällt. Ich glaube, zuerst müssen wir mal wissen, wie so ein Aufräumomat funktionieren könnte. Wir brauchen also eine Forschungsabteilung. No, das wird ja schon. Und wenn es endlich klappt, können die Aufräumomaten in einer Werkstatt gebaut werden. Oder in einer Fabrikshalle mit vielen Aufräumomat-Zusammenschraubrobotern. Es muss auch jemand die Einzelteile besorgen, aus denen die Aufräumomaten zusammengesetzt werden. Das machen die Einkäufer. Und ein Lager brauchen wir auch, in dem diese Einzelteile aufgehoben werden können. Und später dann die fertigen Aufräumomaten, bis sie verkauft werden. Bis jetzt hat das Unternehmen viel Geld ausgegeben. Für die Forschung, für den Einkauf, für die Herstellung. Jetzt muss sich jemand darum kümmern, dass die Aufräumomaten verkauft und ausgeliefert werden. Lass mich raten. Die Verkaufsabteilung? Genau. Und dann gibt es noch die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung bestimmt, was in den anderen Abteilungen gemacht werden soll und wann und wie. Sie muss auch darauf schauen, dass alle im Unternehmen für ihre Arbeit Geld bekommen. Meine Tante Milli, die kennst du ja. Die sagt, sie geht nächstes Jahr in Pension. Dann kriegt sie Geld, obwohl sie gar nicht mehr arbeitet. Von dem Geld, das man für die Arbeit bekommt, wird ein Teil aufgehoben. Für später, wenn man alt ist und nicht mehr arbeitet. Also in der Geschäftsleitung wäre ich am liebsten. Dann kann ich den anderen immer sagen, was sie arbeiten sollen. Aber Maschinen reparieren wäre auch super. Ah, kennst du dich mit Maschinen denn aus? Na ja, nicht so genau, aber... Stell dir vor, die Geschäftsleitung sucht jemanden, der die Zusammenschraubroboter repariert, wenn sie kaputt sind. Dann werden Menschen kommen, die diese Arbeit machen wollen. Einer kann etwas festschrauben, wenn es wackelt. Ein anderer kann nicht nur etwas festschrauben, sondern hat noch zusätzlich gelernt, wie Zusammenschraubroboter funktionieren. Und jetzt hat er eine Arbeit, wo er das, was er gelernt hat, gut brauchen kann. Für so eine spezielle Arbeit bekommt man wahrscheinlich auch mehr Geld. Und Spaß macht sie auch. Wenn man eine Arbeit gerne macht, dann hat man auch Freude daran, immer etwas Neues zu lernen. Eigentlich kann man das ganze Leben lang lernen. Gut, dass du das sagst. Ich muss jetzt sausen. Ich lerne jetzt nämlich Serbisch und mein Sprachkurs fängt gleich an. Na dann, do viđenja.
Wie die Mosee. Hm? Das heißt, Wiedersehen bis bald. Ah, ja, tschüss dann. Wieso kannst du Serbisch? Im Serbischkurs war ich schon vor einem Jahr. Ab nächster Woche lerne ich dann Türkisch. Oh.